so, der ist hinter der Hand. Willkommen zurück zu Far Cry 6. Beim letzten Mal haben wir so einiges kaputt gemacht. Und jetzt sprechen wir mal mit ihm hier. Maximus Matanzas ist tot, verdammt! Radio Libertad ist tot! Wir waren das Sprachrohr der Revolution! Das Sprachrohr! Sprachrohr! Weißt du, was noch schlimmer ist? Die Flasche ist leer! Wie zum Teufel konnte das passieren? Du und ich, wir haben ein Date mit ein paar Cervezas. Und den Freunden der Cervezas und der Familie und Cousins mit jeder verdammten Flasche Cerveza auf dieser dummen Insel. Ich habe einen Plan. Hier sind noch ein paar Soldaten, die haben noch etwas Alk. Aber die brauchen den nicht. Also nicht so wie wir. Befreie die Cervezas, Danny. Ja. Scheiße, mach deine Leber bereit. Wir werden den kleinen Kerl durch die Mangel drehen. Ich hab die doch weggesteckt. So, der ist hinter der Hand. Scheiße, da war jemand. Profi im Messerwerfen. Joe, unsere Zukunft beginnt jetzt. Du bist ein Genie. Ziehen wir es durch. Prioritäten, Mann. Was jetzt? Jetzt merke ich es auch. Definitiv. Danny, hörst du das? Musik! Komm, Danny! So, Kirche.
die Zeit. Ja, komm schon, du Arsch. Jetzt tanzen wir. Moment, du meinst, sie ist da alleine? Nee, bitte. Bijo, tanz nicht mal. Was? Ich red kein Schwachsinn. Alle tanzen. Wenn Bijo tanzen soll, dann tanzt er nur zu seiner eigenen verdammten Musik. Tanz, Leute! Tanz! Was geht, Party People? Hey, hast du einen Wunsch? Ja, kannst du das spielen? Das würde mein Freund hier sehr aufheitern. Na klar! Hey. Ja, das ist meine Mucke. Ich weiß, mit mir. Bicho? Wo bist du, du kleiner Ficker mit der Ananasfrisur? Lass mich nicht allein hier draußen. Oh, Scheiße. Telefon. Danny? Hey, wo steckst du, Mann? Oh, Danny! Bicho, du komme Mierda. Wo bist du hin? Danny, hier ist ein echt großer Hund. Ist das eine Kuh? Wo hast denn du die Kuh gefunden? Er ist echt nett, gibt ständig Küsschen. Bleib, wo du bist. Ich kann nicht suchen. Hör auf! Böser Hund! Que coño es eso? Ja, werden wir mal da hingehen. Kommt natürlich hier rum. Ich liebe dich, Hündchen. Danny, Scheiße, Scheiße. Was soll denn das jetzt wieder? Du bist wieder da. Hey, wie bist du zur Guerilla gekommen? Okay. Also, Libertad, musstest du einen Test bestehen? Ja, wie schon. Man muss um 4 Uhr morgens für Clara aufstehen und Liegestütze machen. Was? Ja, 1000 Stück. Wenn du aufhörst, rasiert dir ihr Kumpel Korn den Arsch, bevor er dich so halt. Und wenn du kotzt, musst du Mathe machen. Mathe? Echt jetzt? Nie im Leben. Du verarschst mich doch. Du lügst. Seit wann willst du denn suggerieren? Ach, egal. Vergiss es. Danny! Okay. Ich kann unser altes Graffiti... Jetzt ist es versaut. Fick dich, Castillo. Ich. Was? Siebenhundertneunundsechzig. Okay, was waren jetzt alle? Wie viele hast du gemacht? Also, mindestens 100. Cool. Trinken? Okay. Danny, ich muss ihre Stimmen hören. Ich brauche jetzt sofort Maximas Matanzas. Ich will, dass die ganze Stadt sie hört. Ja, dann, Vicho, mein kleines Zwiebelchen. Es ist Zeit für echten Guerilla-Scheiß. Komm mit. Ja.
hier rein. Scheiß Bicho. Lassen wir Segunda tanzen. Für Libertad. Ich werde Marias Büro umdekorieren. Moment. Es gibt ein Passwort? Oh, Scheiße. 1, 2, 3, 4. Was, das hat geklappt? Was muss ich jetzt machen? Ach, das Büro von der Wüste. Die Rache von Radio Libertad! Da kann man nicht von der Wand holen. Ja, hör dir das an! Herrlich! Dalia! Paolo! Ihr fehlt mir. Wir sollten gehen. Ich bin fertig. Na dann, lass uns verschwinden. Ja, endlich. Das ist nicht fair, Mann. Stimmt, das ist nicht. Was denn? Du, ich meine dich, sieh dich an. Wenn du irgendwas machen willst, legst du los und machst es. Die Leute sehen mich und denken, Versager. Sie sehen dich und dann, wow, der Gott von Yara. Das ist nicht, was die Leute sehen. Doch, klar sehen die das. Nein, sie sehen das, mehr nicht. Aber es ist okay für mich. Ja, weil du krass drauf bist. Weißt du, vor Libertad hatte ich zwei beste Freunde, so wie dich. Lita scherzte immer, dass wir für den Rest von Yara nichts als Nummern sind. Ich war der glückliche Weise 13 in der Schule für die Verlorenen in Esperanza. Danach war ich Kadett 2683. Und danach verpflichteter 0418 für den Wiederaufbau von Castillos Paradies. Lita nannte mich Fortunas Nummer 1. Und ich Idiot dachte, immer noch nur eine Nummer, Danny. Ein Niemand. Ich hatte nicht zugehört. Sie wusste, dass ich immer noch die Person werden könnte, die ich sein wollte. Sie wollte nicht, dass ich das vergeude, sondern handle. Die Leute sehen, was sie sehen wollen. Ich bin keine Nummer. Und keine Scheißkanone. Ich bin Teil der Guerilla, genau wie du. Ich benutze die hier. Und du? Du benutzt das. Könnte ich nicht auch so ein cooler Waffentyp sein?
abgeschlossen. Hey, wie steht's bei dir? Also, Paolo ist weg, Beecho ist eine Heulsuse und Talia ist das reinste Chaos. Wir sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Maximas Matanzas ist nicht zu retten. Ich gehe noch mal zu ihrem Lager, um mit Talia zu sprechen. Gib sie noch nicht auf, Clara. Deine Entscheidung. So. Jeans. Wer bist du denn? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich habe mich noch nicht mit denen hier getroffen. Machen wir mal hier verfolgen. Und eine machen wir eine Schnellreise hier hin. Schnellreise da rein. Was für ein Mensch arbeitet an so einem Ort? Bist du Feli? Ich bin Danny. No. Hier ist kein Feli. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Todmann-Knopf. Eine Bewegung? Also... Warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Du wirfst hier mit großen Namen um dich. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, hä? Hm? Ich bin kein Held. Scheiße, es hat geklappt! Geklappt! Feliz Magie, Baby. Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Ach, super. Bring mich zu ihm. Nein. Schritt 1. Feli muss dich lieben. Schritt 2. Die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die. Chorizo, komm schön mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ach, echt ein komischer Couch. Bum, bum, komm her. So, hier war ich nämlich noch nicht. Meter. Und den habe ich natürlich nicht eingenommen. So. Dann werde ich den mal einnehmen und dann weiter reiten.
So, da sind wir bei der Tabakplantage. Dieser Spar das nicht zu Spaß. Und gibt es ausländische Investitionen? Nein. Scheiße. Noch eine Leiche. Oben, ne? Blut, Schweiß, unsere Treue. Niemand glaubt es. Niemand glaubt das. Das Schwert? Man sollte sie messern. Wir haben unsere Fähigkeiten, denn Barianer haben die Überzeugung, meine Vision zu sehen. Wo ist das denn? Nein, wir erreichen diesen wissenschaftlichen Durchbruch mit unserem. Die Kamera wurde abgeschaltet. Vielleicht. Konya, sieh sich einer diesen ganzen Vivido-Tabak an. Da geht's nicht rein. Abgeschlossen. Nein! Bitte! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprich mich nicht zu töten. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Boom, boom. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen.
will's dann gehen. Wieder falscher Knopf. Hey. Abgehängt. So viel zu leise. Gehen wir. Liga! Hier lang, na los. Bin dir auf den Fersen. Oh, Fahrzeugteile. Das ist doch gut gelaufen. Arre! Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sie, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie, 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgruben-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Stio scheint das Leben hier draußen ziemlich schwer zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck draus gemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Komme Mierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn es nie zugeben wird. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen. Vielleicht wird er dich mögen. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein. Schon gut. Ist ein gutes Training. Hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriero. Das Schwert und der Held. Schön, dass ihr beide lebt.
Du hast sie also gefunden? Er hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Warst du? Auf Erkundung? Blödsinn. Wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Spann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist deine Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Held. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Clara, ich habe die Monteros getroffen. Und wie lief's? Na ja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben. Aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Gut. Sie müssen dich in ihrer Mitte akzeptieren, Dani. Nur so erlangst du ihr Vertrauen. Meld dich wieder. Ja, so. An der Stelle hören wir jetzt auch für diese Folge auf. In der nächsten Folge schauen wir mal, was wir machen. Hier ist ja genug zu tun. Aber bis dahin. Haut rein.